Herzlich willkommen zurück zu Coral Island. Ja, was ich heute einmal nachschauen wollte, zum einen die ganzen Artikel, die wir freigeschaltet haben. Zum Beispiel, oh, Käsepresse können wir jetzt verarbeiten. Milch zu Käse. Schrott brauche ich noch für, ne? Dann haben wir hier noch einen Pilzblock, den ich mir so lange gewünscht habe. Davon holen wir uns gleich welche. Sehr schön. Dann die ganzen Bomben und so. Die waren bei mir mal kontraproduktiv, weil ich mich selbst damit umgebracht habe. muss ja mal hier durchschauen. Was ich auch machen wollte, ist zum einen hier die Fähigkeiten, die müssen neu vergeben werden. Ich bin da ehrlich, manche Leute gucken sich alles ganz akribisch an und machen alles nochmal neu. Ich habe eh vor, alles freizuschalten mit der Zeit. Deswegen werde ich nur so Pi mal Daumen einfach nur das so drüber huschen und die Sachen freischalten. Und das war's dann auch. Ja, ich werde mir jetzt nicht alles akribisch durchlesen. Das wollte ich damit sagen, weil mir das einfach zu lange dauert. Da bin ich ein bisschen zu faul. Weil wie gesagt, ich werde die eh alle freischalten. Und ich glaube, auf das ein oder andere kommt es jetzt auch nicht wirklich an. Ob jetzt das Futter an dem nächsten Tag noch da ist oder nicht, das ist für mich auch nicht so dramatisch. Aber hier, bessere Qualität ist auf jeden Fall eine gute Sache. Hier Wahrscheinlichkeiten erhöhen und sowas halt, ne? Doppelte Produkte. Ja, gut. Außergewöhnliche Schneider Natur macht beinahe 10% kürzere Verarbeitungszeit. Ist eigentlich nicht schlecht. Oh, Bienenstöcke und Pilzblöcke. Muss man bei den Pilzblöcken eigentlich auch noch Pilze drauf machen oder passiert das automatisch? Das weiß ich gar nicht, wie das funktioniert. 10% Chance auf bessere Qualität. Ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Chance, Gegenstände von besserer Qualität zusammen. Doppelte Nahrungssuche. Ah. Seht ihr, das passiert, wenn ich anfange zu denken. Ich kann mich da nicht entscheiden. Und deswegen habe ich mir eigentlich gesagt, ich werde da so schnell drüber huschen. Ah, Verkaufspreis ist auch gut. Außergewöhnliche Schneider. Ja gut, hier ist eh leer. So, doppeltes Erz. Ja, das ist gut. 1% Chance auf bessere Qualität. Also ich finde eigentlich 1% ist echt nichts, ne? Edelsteinpreis, 15% Preiserhöhung. Wahrscheinlichkeit von 10%. Rockdomino. Dass die umgebenden Steine dann kaputt gehen. Geoden zu finden. 100% Erhöhung. Oh, das ist natürlich eine tolle Sache, ne? Das machen wir. Doppelte Edelsteine. Wahrscheinlichkeit von 5%. Ja gut, Preiserhöhung ist natürlich immer toll, ne? Weil wir zielen ja auf das Geld gerade ab. Das, ja, ich mache das jetzt einfach. Das kommt dann beim nächsten Mal. Okay, weiter. Tauchen. 30% Preiserhöhung für Artefakte. Doppelter Seetang. Seetang 20%. Ja, das hört sich gut an. Seltener Müll. Schatzfinder, das ist gut. Ozeanbeute. Okay. Ja, okay, gut. Das mit der Preiserhöhung wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber wie gesagt, wir holen uns das alles. Deswegen keine Panik, wenn ich jetzt etwas so übersehen habe. Oder vielleicht nicht das gewählt habe, was ihr gewählt hättet. Leichte Füße verringert die Aufmerksamkeit von Insekten. Ist eigentlich ganz gut, weil ich bin immer so ungeschickt von der Steuerung her. Da kann ich das gut gebrauchen. Qualität, 5% bessere Qualität ist auch eine gute Sache. Ah, okay, keine. Ködermenge. Verringert Fischwiderstand beim Angeln. Das ist eigentlich auch was Gutes, ne? Verkaufspreis ist auch gut. Anglerglück. Achso, ja, keine Punkte mehr. Und hier noch Monsterbeutepreis. 30% HP-Wiederherstellung. Das ist gut, weil ich verschwende immer so viel HP. Die anderen Sachen sind bestimmt auch nicht schlecht. Aber ich stelle mich gar nicht in die Position zu vergleichen, wenn ich einfach wähle, sofort.
Mach das im wirklichen Leben bitte nicht nach. Es ist immer besser, erstmal zu vergleichen. Aber im Spiel darf ich das. So. Okay, Rang C. Hier hat sich erstmal nichts so weit geändert. Gut, dann würde ich sagen, laufen wir erstmal los. Oder. Ah, ich habe noch gar keinen Fernseher geguckt, ne? Tradition hier unterbrochen. Morgen wird es schneien. Okay, sehr schön. Ich mag den Schnee hier. Okay, dann machen wir uns erstmal an die Arbeit. Wie immer. Dann sind wir soweit durch. Ich bin immer noch verwirrt wegen den Pilzblöcken. Ich habe die jetzt gegossen, weil ich nicht wusste, ob ich irgendwas damit machen muss. Ich habe auch schon überlegt, vielleicht muss ich ja Pilze erstmal dran machen, aber da waren Pilze drauf. Also ich habe gedacht, die wachsen dann von alleine. Warten wir erstmal ab, vielleicht kommt da ja noch was. Interessant. Aber ich freue mich sehr darüber. So, behalte deine Jacke an, Rainy. Draußen ist es eiskalt. Danke, Anne. Oder Anne. Oder Anne. Oder ja. Ich habe leider nur keine Jacke. Einige meiner Bonsai lassen ihre Blätter fallen. Oh. Ich weiß nicht, ob Bonsai eine besondere Pflege irgendwie brauchen. Wahrscheinlich, ne? Schneit es in Tokio auch, Rainy? Ich wollte gerade sagen, weiß ich doch nicht, aber da komme ich her, ne? Dort bin ich nie gewesen. Ich frage mich, ob es irgendwann mal die Möglichkeit gibt, nach Tokio so einen Urlaub oder so zu machen. Einen Ausflug. Das wäre cool. Oder irgend so ein Herz-Event in Tokio oder so. Oh, Zitronensetzling. Kakaosetzling will ich auch haben. Im Herbst- oder Winterpflanzen. Avocadosetzling. Hatten wir den schon? Winter oder Frühling? Auf jeden Fall holen wir uns die Baumwollsamen. Weil ich habe ja ganz schön was abgeerntet. Da muss ich jetzt wieder für Nachschub sorgen. Okay. Aber immerhin verkaufen wir für guten Preis die Sache, ne? Ohne sie vorher zu richtig zu bearbeiten. Jetzt bei den. Ich habe jetzt gedacht, bei Baumwollsamen, dass ob man das vielleicht dann verarbeiten kann zu Stoff oder so. Aber bis jetzt nicht, ne? Oh, da oben die Katze. Süß. Und dem Hund ist auch im Winter nicht kalt im Wasser, ne? Süßes Ding. So, kurz überlegen. Wohin? Gehen wir erstmal. Ja, ich glaube. Wir laufen jetzt erstmal und machen die Felder fertig. Wird Sinn machen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe ja ein bisschen schon was eingepflanzt, was wir noch an Restbeständen hatten. Aber da müssen noch so einige Lücken hier gefüllt werden.
Es ist so schön, dass man nicht mehr gießen muss, ne? Also was heißt gar nicht mehr? Ich habe ja noch die paar Bäume, die ich gießen muss. Da werde ich später bestimmt auch noch Sprinkler installieren. Aber fürs Erste lassen wir das erstmal so. Und genau, wir haben ja jetzt das Gewächshaus. Ich habe auch vor, das auch zu nutzen, auf jeden Fall. Aber ich wollte eigentlich erstmal die Hacke ausbessern, die wir haben. Und dann halt dort, während dieser ganzen Zeitperiode, bis das soweit ist, will ich unbedingt noch ein paar mehr Sprinkler herstellen, weil ich keinen Bock habe, dann jedes Mal ins Gewächshaus zu rennen und da nochmal zu gießen. Da werden wir auf jeden Fall auch erstmal die ganzen Sprinkler herstellen. Also geht das auf jeden Fall weiter mit den Dingern. Ja. Weil ich mich nämlich kenne, ich weiß, dass ich das Gewächshaus einfach vergessen werde. Und damit das nicht passiert, dass meine Früchte, also meine ganzen Feldfrüchte eintrocknen, vertrocknen, ist es besser, wenn ich dann, ja, wie gesagt, die Sprinkler installiere, ne? Dann kann das wenigstens nicht passieren. Ich würde dann hier nochmal in zweiter Reihe die Bäume einpflanzen. Oh, hoffentlich vergesse ich die nicht, ey. Bin auch so ein hoffnungsloser Fall, was das betrifft. So, zack. Oh, die sehen süß aus, die Setzlinge. So, zack, zack, zack. Hätten wir das auch einmal erledigt. Wundervoll. Boah, wir haben schon fast die Hälfte des Winters hinter uns, ne? Das geht so schnell. So, zack. Aber ich bin richtig froh, dass wir das Update hier noch miterlebt, also, ne, miterlebt haben, dass wir das auch noch schaffen, ein bisschen was davon zu zeigen. Ich weiß, man hat jetzt noch nicht wahnsinnig viel gesehen, aber es kommt alles noch. Also bin ich mir ziemlich sicher. Vor allen Dingen, wenn wir dann uns an die Minen machen und so weiter. Heute will ich auf jeden Fall tauchen. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich irgendwas übersehe, weil ich komme nicht weiter. Und ich will sehen, ob es mit dem Update irgendwelche Veränderungen gibt da unten. So, hier gibt es nichts. Aber wir haben hier noch ein Fossil. Okay, so einen Arm haben wir jetzt wieder, einen Dinosaurierarm gefunden. Mit der Produktqualität, da habe ich noch nicht genug Essenzen, ne? Soweit ich weiß. Braucht ein paar mehr von. Na gut. Na gut. So. Dann würde ich sagen, laufen wir noch mal ins Museum, geben den Arm ab, den Knochenarm, den wir gefunden haben. Dass sie den auch immer gleich benennen kann, ne, was das ist. Respekt vor Ling. Oh, so ein langer Be Ladebildschirm. Kommt eine Sequenz? Nee, okay. Vielleicht mussten auch die ganzen Sachen geladen werden. So, hier, bitteschön. Ich will den Namen nicht mal aussprechen, weil ich weiß, ich kann ihn nicht aussprechen von dem Arm. So. Und dann begeben wir uns jetzt in Richtung Telepathio Telepath. Oh, was ist los heute mit mir? Nein, Teleportationsbalken. So. Wow, das war ja eine schwere Geburt. Teleportationsbalken. Oder Teleportationspunkt. Oh, da läuft etwas. Da läuft etwas. Zack. Qualitätsfang. Sehr schön. In goldener Qualität sogar. Gut. Füllen wir nochmal die Gießkanne auf. Das können wir auch noch schnell nebenbei erledigen. Dann geht es in die Richtung. Schnellreise zum Tauchpion. Und auf geht's. Planschen wir im Wasser rum. Thank you.
Okay, wir sind soweit durch. Also ich habe jetzt nichts Neues entdeckt. Also es hat sich die Deko verändert. Also es sind jetzt auch Quallen unterwegs. Und ein paar Fische, die ich vorher nicht gesehen habe, die wirklich nur zu Dekozwecken da sind. Aber ansonsten, gut, es gibt jetzt eine Karte und die Karte verwirrt mich, weil dort sind Sachen eingezeichnet, da komme ich nicht hin. Und ja, ich muss mir das alles ein bisschen genauer ansehen. Vielleicht nochmal ganz von vorne anfangen, also dass ich dann den Anker zurücksetze und nochmal von vorne alles ablaufe. Vielleicht entdecke ich dann ja noch irgendetwas. Aber ansonsten muss ich sagen, ist da nichts weiter. Bin ich ein bisschen überrascht, weil ich dachte, man kommt da ein bisschen weiter. Oder ich übersehe halt etwas, ne? Würde mich jetzt auch nicht wundern. Ja. Und ich versuche jetzt tatsächlich immer daran zu denken, diese schnelle Übertragung zu machen, wenn es was zum Übertragen gibt. So, hier war das auch. Hier könnte man das ausprobieren. Seht ihr? Dann ist das sofort rübergegangen. Ja. Ist auch ganz praktisch. Die eine Spinnenkrabbe, die habe ich gefangen. Die kann ich ins Museum dann später noch bringen. Am besten am nächsten Tag. Ja, sieht gut aus. Mal schauen, wie viel wir da verdient haben heute. 6.506. Gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Okay, Leute, ich würde dann an dieser Stelle sagen, wie immer, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.